Vollgas, kleine Reaktion. Sollen wir die Wanne drunter machen? Willkommen bei der Kfz-Futzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um unseren Mercedes. Hier haben wir ja vieles gemacht. Typisch Mercedes-Krankheit, die hinteren Leitungen. Die haben wir erneuert, plus die Bremsschläuche. Und haben festgestellt, dass hinten rechts leider der Nöppel für die Entlüftung kaputt war. Wir mussten uns notgedrungen einen neuen Bremssattel kaufen. Und diesen Bremssattel zu finden, war sehr, sehr schwer. Für Taximodelle ist der Bremssattel ganz anders. Wusste ich selber nicht. Und das habe ich dann irgendwie doch über den Hersteller gefunden. Aber das war echt nach. Da sind einfach mal 3 Tage drauf gegangen. Jetzt haben wir den fertig und haben den einmal nochmal schön entlüftet. Und werden jetzt einmal natürlich wieder Probefahrt machen. Ganz klar, weil hinten haben wir irgendwelche Geräusche, Differential. Wir wissen jetzt nicht ganz genau. Es kann aber auch sein, Reifengeräusche oder sogar, weil wir diese Abdeckung innen drin nicht haben, kann auch diese Geräusche herkommen, weil sie hat so einen Schaumstoff noch mal oben gehabt. Das habe ich auch später erst gesehen. Weil Partikelfilter haben wir gereinigt. Seitdem läuft das Ding ja auch gut. Wir werden natürlich auch ein paar andere Sachen noch wechseln hier. Leider. Das haben wir auch später erst gesehen. Für TÜV-Vorbereitung werde ich ja noch mal ein extra Video machen. Hier, warum SRS noch brennt. Und die ganzen Lichter, die werden wir noch alles machen. Da sind wir auch schon dabei. Einmal die Reifen nachziehen und dann können wir schon mal losfahren. Wie viel Kilometer hat dieses Auto? Das kann ich euch nicht sagen. Was wir nur einmal gesehen haben, dass er bei 940.000 Partikelfilter gereinigt wurde das letzte Mal. Und dann habe ich mir natürlich ausgelesen und habe festgestellt, dass der ein anderes Tacho bekommen hat, der nicht kodiert wurde. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das Auto hier über 1 Million höchstwahrscheinlich auf dem Buckel hat. Auf dem Tacho steht aber knapp 650. Ob wir jetzt 650 noch 1 Million haben, ist nicht schlimm. Aber ich hätte es gerne gehabt, dass vielleicht auch 1 Million auf dem Tacho steht. Warum nicht? Ansonsten wird das jetzt meine längste Strecke nach Ennepetal, nach Mitte und wieder zurück. Auch mal schauen, wer sich fahren lässt. Reifen nachgezogen, Ivo. Gut. Taxi, GPS auf der Rolle. Geil. Also dieses Getriebe macht ja auch das alles, was er will. Ne? Schaltet so bei 3000 Umdrehungen. Mal bei 2, mal bei 3, keine Ahnung, hat sein Eigenleben. Getriebe spinnt wieder, geht wieder in die Knie. Ich gebe Vollgas, keine Reaktion. Ganz komisch. Jetzt hat er wieder Vollgas. Ey, kann sein, dass irgendwas mit unserem Pedal kaputt ist, hier Pedalpodi. Weil ich habe das Gefühl, der reagiert manchmal nicht auf meine Gasstöße. Muss ich mir mal anschauen. Wer mich kennt, weiß ja, ich liebe Leistungsmessung. Ich bin auf dem Weg nach Soul Tuning und wir werden das Auto heute mal auf die Rolle nehmen und gucken, wie viel PS unser Taxi noch hat. Wird mich ja interessieren. 136 PS soll er haben. Wir wissen ja nicht, hat er einen Austauschmotor, Austauschgetriebe. Wissen wir nicht. Was ich nur weiß, dass wir ein Austausch-Kombi-Instrument haben, aber was anderes weiß ich nicht. Wir haben ja alle Gelenke erneuert. Ich muss sagen, der lässt sich echt gut fahren. Hinten die Geräusche sind tatsächlich etwas leiser geworden. Kickdown gebe ich hier. Und? Wow, wie die Bremsen halten. Wie ein Anker. Geil. Was sagt mein Propometer? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so einschätzen. Aber Leistung haben wir auf jeden Fall. Das ist schon mal wichtig. Aber der lässt sich echt schön fahren. So, die 2 hohen Geschwindigkeiten, ich sag mal so knapp 100, ist das Ding richtig ruhig. Muss ich sagen, gefällt mir. Merkt man den gar nicht an. 650, 1 Million, keine Ahnung was hat. Bei Mitty angekommen, Mitty ist noch nicht da, der ist unterwegs. Der kommt jetzt jeden Augenblick. Und ich muss sagen, die ersten 30 Kilometer waren gut. Irgendwas stimmt mit unserem Poti nicht am Gaspedal. Weil der kommt manchmal nicht klar. Und dann lasse ich Gas los und dann drücke ich nochmal. Und dann nimmt er auf einmal Gas an. Und dann mal zu viel, mal zu wenig. Da stimmt was nicht. Also ist ja auch eine Krankheit bei Mercedes. Diese elektronischen Gaspedale, die werden wir natürlich mal erneuern. Motor läuft auch gut. Verdient, was heißt der verdient? Der braucht eine Getriebespülung. Aber
Vom Feinsten, sag ich dir. Inspektion werden wir noch machen. Düsen müssen wir noch rausholen. Das wird auch so ein Akt. Keine Fehlermeldung, bis auf Airbag für ein W211, für so ein Alter, für die Kilometerleistung vor allem. Sehr gut. Was mit dir zu diesem Motor sagt und ob der vielleicht auch Potenzial hat, ein bisschen zum Tunen, wer weiß. Vielleicht machen wir das ja auch. Ne? Ihr wisst ja, für verrückte Sachen bin ich immer zu haben. Ich wusste gar nicht, dass dieses Auto eine Alarmanlage hat. Weil der hat einen Knopf unten. Ich habe da mal drauf gedrückt. Das ist Wahnsinn, du konntest den nicht ausschalten. So, Ölverlust haben wir noch. Oben am Deckel verliert ihr auch, oder was? Bisschen, hier haben wir natürlich auch Ölverlust. Das werden wir ja noch machen, alles. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Lampe an. Was? Auslassnockenwellen? Hat er Nockenwellenversteller? Was für Motor hat er denn überhaupt? Ich hatte das schon mal gelöscht. 2 Jahre war Ruhe. Dann würde ich sagen, löschen wir das einfach wieder. Ja, würde ich auch noch löschen. Ja, was soll man zu diesem Motor sagen? Mach das schnell wieder zu. Beim Aufmachen ist bestimmt noch ein Fehler reingekommen, ne? Ja. Ah, der läuft aber auch gut. Also, der läuft ganz normal, ist ja nichts. 48.000 ist gelaufen. Viel mehr laufen die ja nicht, von daher. 56 Euro, mit dir. Weiß Bescheid hier. Das wird teuer. Ah, wir sind auf dem Prüfstand. Wie viele Taxis hat es schon mal auf dem Prüfstand? Warte. Ganz stark überlegen, das, ne? Das war ziemlich genau null. Von unten schaust, ist alles neu, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich auch nur bei dem Taxi so. Aber warst du in der Waschanlage, ja? Natürlich war ich in der Waschanlage. Aber der ist immer noch dreckig. Weißt du eigentlich irgendwann, wofür diese Dinger hier sind? Ich weiß, die sehen aber geil aus. Ja? Findest du, soll ich dran lassen? Lass du das dran. Warum machst du das an? Weil es jeder das gemacht hat. Der läuft aber auch so richtig wie so ein, wie so ein alter Diesel. Ja, so ein, ja. Aber hört sich irgendwie cool an. Ja, genau. Aber das muss man sagen, also die bauen schon geile Motoren. Ich hab den gleichen Motor auch hier im Beetle. Ich muss erstmal den Injektoren machen. Keine Zeit gehabt. Also, das ist eingefahren gerade. Ja. Kriegst du solche Motoren sehr oft? Ja, jetzt nicht mehr. Also einfach aufgrund des Alters. Ne? Ja. Also ist es empfehlenswert, bei denen mal Chip-Tuning zu machen? Weil Verbrauch ist bei denen eher echt super, muss man ja sagen. Also sofern alles in Ordnung ist, spricht da eigentlich nichts gegen. Ja. Also ich habe zumindest noch nie, also weder jetzt bei dem noch bei dem Nachfolger, der 651, irgendwie Probleme gehabt. Ja, jetzt mal einen normal guten Zustand sind, dann ist normal kein Problem. Ne? Ja. Dann geht das klar. Ne? Du willst das machen, ne? Du kennst mich doch. Genau, wenn ich solche Fragen stelle, dann weiß ich mit dir, worauf ich hinaus will. Wir wollen erstmal mal schauen, wie viel Leistung der hat. Und da können wir ja ungefähr mal sehen, wie der Motor eigentlich im Schuss ist. Es wird jetzt nichts bringen, wenn wir 100 PS haben. Wenn Autos so auf der Rolle stehen, dann sehen immer geil aus. Ich weiß nicht warum. Mir gefällt das irgendwie. Warm geworden. Ja, das hat gearbeitet. Mir ist kalt. Ey, wie findest du eigentlich meine Holzperlen? Geil! So für Durchblutung und so, ne? Vielleicht muss ich mir das mal leihen. Natürlich. Habe ich Rücken- und Nackenschmerzen heute. Wie sind die Motoren? Streuen die runter? Streuen die hoch? Oder sind die konstant? Also jetzt normaler Motor, wenn alles in Ordnung ist. Wenn die Injektoren in Ordnung sind und jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, 400.000 oder so schon gesehen haben, dann würde ich relativ Serienleistung erwarten. 400.000? Auf dem Tacho steht 650. Und ja, aber die Injektoren sind nicht neu, ne? Ne, die haben wir noch nicht gemacht. Ja, aber tendenziell ist es so, also beim Diesel, man darf es nicht durcheinander werfen mit Benziner, und Diesel ist eigentlich so, je mehr die gelaufen haben, desto mehr Leistung machen die auch. Sofern die Injektoren nicht getauscht wurden. Das liegt halt daran, die verschleißen ja und die Düsen, die weiten sich halt auf. Und dann wird das mehr Leistung. Wo jeder sagen würde, der steht richtig gut im Futter, steht in Wirklichkeit, wenn die Düsen richtig, also schon offen sind, ne, und kurz vor kaputt, dann steht der eher kurz vor Motorschaden. Also. Ja, aber, also weißt du, wie ich meine? Es ist genau andersrum, wie man denken würde. Die Leistung wird eher mehr statt weniger. Aber beim Diesel ist es auch so, je mehr Kraftstoff im Brennraum landet, desto mehr Leistung produziert. Also wenn er jetzt mehr als 136 PS hat, dann soll ich mir Sorgen machen.
ich will jetzt mal sagen, sowas kann auch mal gut 145 oder so dann verursachen oder noch mehr, dann je mehr, desto schlimmer. Also annähernd Serienleistung, ich sage jetzt mal so bis 138, vielleicht von mir aus 140, okay. Base ist normal, ja. Also das ist ja dein Hauptberuf, du machst ja sehr oft Messen, Tuning, Software und. Was war der höchste Kilometerstand, was du auf der Rolle hattest und gechippt hast? Beides will ich wissen. Ist ja beides eigentlich das Gleiche. Das war ein T4-Bus mit 2,5 Liter ACV, der hatte glaube ich 800.000, also 795 oder so. Okay, also den toppen wir auch noch. Ja, erstmal haben wir den festgeschnallt, wie, das kann man sich ja noch vorstellen, damit er nicht abhaut. Das ist ja ein Biest, ne? Ja, genau. Das haben wir auch extra Stahlketten genommen, weil der wird hier gleich richtig abliefern. Synchronisieren wir den gleich. Also wieder so ein Kompensationslauf, also geht es um Verlust, das ist einfach nur, dass ein bisschen genauer gemessen wird. Das ist jetzt, also moderne Prüfstände haben das, so ältere Modelle eher weniger. Dann kommt der Punkt der Wahrheit, wo wir messen. Ja. Da bin ich gespannt. Das ist ja immer Tradition bei uns. Er fährt den Wagen nie, ich fahre den immer. Ich sage immer Popometer. Hier habe ich ja jetzt wenigstens eine Möglichkeit, weil wir gehen jetzt davon aus, dass der Serie ist. Ne? Laufleistung kann man es ja ungefähr einschätzen, so, was dabei rumkommen sollte. So, ne? Also ich habe jetzt ein, zwei Mal ganz kurz beschleunigt, ich sag mal so 125 PS. Ja, ich kann das nicht so gut einschätzen, weil ich habe beschleunigt, klar, aber keinen Kickdown gemacht. Mhm. Das muss ich dazu sagen. Also okay. Gleich hier erste Mal. Erste Mal, dass du den jetzt hier, seit ich den habe natürlich. Dass du den einmal richtig mit Kickdown drückst, das ist das erste Mal. Sollen wir die Wanne drunter machen? Seht ihr, was passiert, wenn der Motor jetzt hier einfach kaputt gehen würde? Haben wir irgendein Problem? Du hattest ja mal einen Wischmopp hier gelassen. Ja. Den wirst du dann brauchen. Land nur Öl, aber weißt du, wieder, das Öl schmiert gut. Ne? Okay, ja, natürlich, dann ist es viel besser. Das ist das Einzige, was passieren kann, dass der Motor nur einmal kurz um die Ohren fliegt. Also, wenn er jetzt einen Lauf nicht aushalten sollte, dann kann ich damit auch nicht eine Rallye fahren, ganz ehrlich. Nee, wir werden 4000 Meter Höhe sein, wir werden durch Berge fahren, wir werden durch Landschaften fahren. Also das Auto wird alles abrufen, was geht. Also der Wagen wird misshandelt. Also so, du bist übrigens so ein richtiger Geier. Das, was du davor hast, wollte ich auch schon seit Jahren machen. Ja. Voll die geile Sache. Ja, dann guck doch mal. Wir machen jetzt, also hättest du das gewusst, hätte ich sie mitgenommen. Ja. Wir können ja so machen mit dir. Ich fahre jetzt die Rallye. Und wenn es mir so gut gefallen sollte, dann fahren wir beide die Balkanrennen. 12 Tage. Ich schicke dich erstmal zum Testen los. Ja, ein perfektes Auto. Für sowas top geeignet. Ja, ihr da draußen könnt ihr mitmachen. Also wir fahren ja eine Rallye damit, Porthole Rallye. Es gibt ja drei Voraussetzungen. Einmal, das Auto darf 500 Euro kosten oder über 500.000 oder 50 PS. Was hättet ihr genommen? Ich hätte mich auch für die Laufleistung entschieden, ganz klar. Ja. Genau, Laufleistung, aber was für ein Auto hättest du genommen? Das ist ja wichtig. Und du willst ja auch nicht viel Geld ausgeben. Kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, was gerade so verfügbar ist auf dem Markt, ne? Ja, irgendwie sowas in diese Richtung auf jeden Fall, ne? Irgendein Kombi mit einem Motor, der halt als zuverlässig gilt, ne? Ich glaube, würde ich gucken, dass ich irgendeinen, keine Ahnung, so einen alten Passat mit 1,9er TDI, Pumpedüse oder geil. So. Das würde mich mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, was hättet ihr für die Rallye genommen? Aber hast ja gesehen, was alles kaputt war. Das war erschreckend, ehrlich. Ja, das hat sich kein Mensch schon gekümmert. Ja. Leute, das Geile, ich sitze ja immer nur vor der Kamera. Hinter der Kamera reden wir doppelt so viel. Sag ich euch. Jetzt kommt der Punkt mit dem, dass wir Drehzahl synchronisieren, ne? Und einmal den Kompensationslauf. Ja, ja, aber dann du kannst ja wieder warm laufen lassen, ist es schon kalt geworden. Eine Einschätzung. Ich sag 125 PS. Ich sag 124. Wie viel PS sagt ihr denn?
nicht gehabt. Die hat er geschaltet, siehst du? Ja, also müssen wir mit der 5 messen. Aber Leistung, also Drehmoment ist völlig daneben, aber Leistung runter eigentlich. Wir gucken mal. Also 150 PS? Ja. Also kann das sein, dass er gerade im Notlauf war oder so? Ja. So, 150 PS, ob das stimmt, wissen wir nicht, weil der hat runtergeschaltet. Soll er haben? Ja, wir doch, haben passt. Hier 384, das passt. 384. Und wie viel Leistung soll er haben? 136 PS. Ja, dann würde ich behaupten, dass die Injektoren schon ziemlich verschließen sind. Hm. Weil wenn das Drehmoment passt, dann... Also, was heißt passt, das ist natürlich auch ein klein bisschen drüber. Ja. Aber das ist natürlich plausibler jetzt als, was haben wir hier mehr, 20 PS, 22, ne? Hm. Hier steht das. 136 PS. 360 Newton. Ja, würde ich behaupten, wenn ihr jetzt alle Injektoren neu machen würdest, dann hat er wahrscheinlich mindestens mal 15 PS weniger. Also, liegt daran, dass wir die Injektoren kaputt haben. Ja, die Düsen, die weiten sich halt auf, ne? Ja. Dann kommt halt in der gleichen Zeit einfach mehr Kraftstoff in den Brennraum, ja. Und das kommt dabei rum. Ja, ich habe ja Mengenabgleich gemacht gehabt. Hat man auch gesehen, dass 2 bis 3 nicht gut waren. Ja, aber auch die Düsen, die reiben sich ja bei allen ungefähr gleich, auch sofern die alle gleich alt sind. Ne? Also wir werden den noch auslesen und dann gucken wir einfach mal. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass der Serie ist, das passt auf jeden Fall. Also das ist für mich jetzt nicht unplausibel. Mit dem Alter die Leistung eigentlich beim Diesel jetzt tendenziell nicht weniger wird, sondern eher mehr. Wenn man die jetzt aber neu machen würde, dann würde ich davon ausgehen, hat der annähernd wieder Werksangabe. Ja? Ja. Also das wird nicht weniger, die Leistung wird nicht weniger, auch beim Benziner nicht. Nur beim Benziner wird es halt auch nicht mehr, aber es wird auch nicht weniger. Ne? Ja, ja, das also 150, 160 PS, sorry, komme ich auf 150. Aber jetzt hat er sich auch richtig kräftig angefühlt. Ja. Gerade als ich eigentlich nur so ein bisschen Drehzahl synchronisieren wollte, da musste ich schon Vollgas geben, um überhaupt auf Drehzahl zu kommen. So. Und jetzt lief der aber wie die Hölle. Ja. Und hier wurde hier überhaupt keine Liebe reingesteckt. Trotzdem hat der Motor immer noch seine volle Leistung, sogar ein bisschen mehr, wegen den Injektoren höchstwahrscheinlich, wenn er nicht gechippt wurde. Weil wenn er gechippt wurde, das würde mich jetzt auch interessieren. Sollen wir das mal versuchen auszulesen? Was interessant wird, was wir im nächsten Video machen, wir werden den auslesen. Was jetzt wichtig war, unser Taxi hat es überlebt. Wir haben 150 PS anstatt 136 PS. Warum? Hat mit dir gesagt, das ist die eine Theorie. Und die zweite Theorie wäre, er wurde gechippt. Genau. Ja. Das werden wir aber im nächsten Video sehen. So, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Wenn ihr irgendwie was von Sir Tuning wollt, auf jeden Fall alles unten verlinkt. Und du weißt ja, die kriegen ja Rabatt, wenn die hier anrufen. Ja, ja. Der Fuzzi hat uns geschickt. Den kann man annehmen. Auf jeden Fall. So, Dankeschön mit dir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Jo. Bis dann, haut rein. Ciao. Geil.